Herzlich willkommen zum TSI-Wochen-Update. Ja, einige von Ihnen werden sagen, Mensch, der Riedel, der zeigt uns immer die Charts, die nur von links unten nach rechts oben gehen. Heute habe ich da an der Stelle was für Sie, und zwar zwei Charts, die ein wenig kritischer auf die aktuelle Gesamtmarktlage blicken. Und damit fangen wir auch direkt an, eben mit dem Blick auf die Gesamtmärkte. Und da haben wir schon öfter einige Indikatoren gehabt, die denen eine gewisse Vorläuferfunktion vor dem Rest des Marktes zugesprochen wird. Und einer davon ist der sogenannte Dow Jones Transportation Index. Und wie man hier sieht, sind die beiden aufgetragen, einmal in Gelb der Transportation und in Schwarz der Industrial Index. Und man sieht, wenn man jetzt sich einige entscheidende Phasen mal so anguckt. Die erste kommt hier innerhalb von einem Kreis, sehen Sie die links im Jahr 2014. Dort ist der Transportation Index schon langsam wieder abgefallen, als der Dow Jones Industrial noch nach oben zeigte. Und was folgte, war tatsächlich eine Korrektur. Ein ganz ähnliches Phänomen auch dann nochmal etwa ein Jahr später. Hier ging es auch die gelbe Kurve, der Transportation Index richtig in eine Korrektur gerutscht und der Dow Jones Industrial folgte kurz darauf. Und ganz ähnlich ist es, wenn man sich das aktuell anguckt. Man sieht zwar beide Indizes auf jeden Fall noch in einem Aufwärtstrend, aber so als kleines erstes Achtungssignal kann man nehmen, dass hier der Transportation Index gerade jetzt in den letzten ein, zwei Wochen doch ziemlich scharf korrigiert hat. Im großen Bild ist das alles noch überhaupt nicht tragisch, aber man kann es zumindest mal im Hinterkopf und auf der Rechnung haben. Ja, und dann blicken wir wie immer auf den DAX. Man sieht dort die Konsolidierung der letzten Woche. Also es war keine wirkliche Korrektur, vielleicht ein Korrektürchen. Ja, sieht hier oben aber immer noch, ist kaum zu erkennen. Insgesamt ist aber jetzt so, dass die Börsenampel auch dadurch bedingt gestockt hat und mittlerweile nicht mehr steigt, sogar ganz minimal gefallen. Das wäre sozusagen das kleine zweite Wermutströpfchen zur aktuellen Börsenphase. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, die Börsenampel steht auf grün und entsprechend steht auch der Daumen, zeigt momentan nach oben. Ja, und wir setzen die Reihe fort mit ihrem dritten Teil, nämlich So bitter kann Börse sein. Heute zum Thema Momentum-Anomalien. Also, ich zeige Ihnen hier zu Beginn das Folgende. Was zeige ich Ihnen denn? Ach so, genau. Die Annahme, die eigentlich hinter der ganzen TSI-Strategie steckt, ist die folgende. Je höher der TSI-Wert, umso höher die Performance. Ganz einfach. TSI ist also relative Stärke, backgetestet, immer wieder auf verschiedene Märkte ausprobiert, und diese Annahme liegt allem zugrunde und sie hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder bewahrheitet. Und jetzt sind wir heute mal ein bisschen ketzerisch, gehen wir an die ganze Sache ran und gucken uns mal den TecDAX an aus aktuellem Anlass, nämlich gestern am 16.11. haben wir im TecDAX folgende Reihenfolge erlebt. Also Sie sehen jetzt hier alle 30 TecDAX-Werte aufgetragen mit ihrer Performance am 16.11., also gestern. Top-Wert gestern war Adva Optical, knapp 12% zugelegt. Dann weiter runter, Sie sehen es auch farblich markiert, je schlechter die Performance, umso mehr driftet das Ganze hier ins Rote ab. Und mal wieder, muss man sagen, in den letzten zwei Wochen Evotec ganz am Schluss mit einem Minus von 2,6% abgeschlossen. Wenn wir jetzt mal dagegen halten, wo der TSI-Wert von den jeweiligen Aktien aktuell notiert, sehen Sie hier jeweils ganz rechts in der Spalte, Adva Optical, TSI-Wert 0. Null bedeutet eigentlich, das ist die Aktie, die wir als letztes kaufen würden von allen. Und ist aber gleichzeitig die, die hier ganz oben steht. Ganz ähnlich auch bei Nordex. Auch TSI-Wert von 0 mit Komma irgendwas. Auch einer der Top-Werte gewesen. Und andersrum könnte man das Spielchen aufspielen. Wir haben hier Evotec mittlerweile etwas abgesackt im TSI-Wert, aber auch zum Beispiel Siltronic mit einem TSI-Wert von 100 steht aber ganz unten auf der Liste. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was wir jetzt an diesem Tag hatten, wo es sozusagen komplett konträr gegen das gegangen ist, wonach wir hier eigentlich handeln. Entsprechend könnte man sich also fragen, ja wie, ja was, ist es jetzt also so, dass wir, hier haben Sie es jetzt noch einmal markiert, das habe ich jetzt schon in meiner Eile übersprungen. Und was ist also die Bedeutung des Ganzen? Bedeutet das, oh, TSI, relative Stärke,
Es funktioniert nicht mehr. Das könnte man zumindest aus dieser Grafik erschließen. Dieser Schluss wäre aber natürlich viel zu kurz gegriffen. Wir haben ja hier nur Tagesperformances angeschaut. Aber entscheidend ist natürlich, was kommt über ein ganzes Jahr gesehen oder über Jahre gesehen dabei herum. Und da ist so ein kleines Blitzlicht natürlich nahezu ohne Bedeutung. Aber solche, sagen wir mal, kurzfristigen Momentum-Crashs, ich will das jetzt noch nicht Momentum-Crash nennen, aber so etwas, wo sozusagen eigentlich die ganze Reihenfolge systematisch umgekehrt würde, die kann man immer mal wieder feststellen. Und es könnte ja sein, dass das zu ganz bestimmten Zeitpunkten passiert. Es könnte zum Beispiel, wäre ja ein nachvollziehbarer Gedanke, dass wenn die großen Werte, die starken Werte verkauft werden und nur noch die Nachzügler sozusagen die Märkte halten, dass das gerade so Phasen sind, wo der Bär langsam mehr Gewicht bekommt und also die Gesamtmärkte langsam nach unten drehen. Diese Frage ist allerdings auch von wissenschaftlicher Seite aus noch nicht wirklich analysiert. Ist ein offenes Problem und so ganz einfach ist es auf jeden Fall auch nicht. Entsprechend lässt sich festhalten, naja, es geht eben an den Märkten nicht immer nur nach oben und auch mit unseren TSI-Aktien. Und Voraussagen sind zwar so möglich, dass man vielleicht über 50% kommt, aber 100% Vorhersagequote, das steht völlig in den Sternen an der Börse und wird es auch immer bleiben. Entsprechend sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn Sie mögen.